Weil ich ein Ding zu kurz war, ja? Sag mal, wie viel HP hat das Teil? Das ist ja unrealistisch. Willst du mich fucking verarschen? How fucking much? Der wahre Endboss ist echt der rechte Knubbel, Alter. Alter, willst du mich natzen? Achso, klar, One-Shot ihn einfach. Du, dieser rechte Knubbel ist einfach mal der most crazy shit oder was? Achso, ja, klar, Abwehr wieder hergestellt. You have to be fucking kidding me. Hier, guck mal, ich töte deinen Kollegen da rechts. Was hältst du davon? Hast du mir was zum Herstellen? Oshi? What the fuck is this? Okay, nicht zu viel Schaden. Wir weiter auf das Ding einprügeln. Achso, jetzt bist du in Abwehrstellung, ja? Dann töte ich halt das andere Vieh auch. Das ist halt gerade totaler Mindfuck, dass der eigentliche Boss dieser rechte scheiß Knubbel ist. Ach ja, klar, du bist jetzt plötzlich auch Ultra-Tanky, ja? Oh, das ist wieder ein Problem. So, du Motherfucker. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt muss ich das linke Ding wieder töten. Weil das linke halt sonst heilt. Gut. So, und jetzt können wir uns wieder auf das rechte konzentrieren, weil ich das Ding in... Obwohl, nee, deine Abwehr ist nach oben, ne? Nee, du müsstest erschöpft sein von der Reanimation. Yes, okay, gut. Das heißt, wir konzentrieren uns auf das. Wie viel HP hat das von ihr? Holy moly. Abwehr wieder hergestellt. Okay, das heißt, wir gehen... Oh, toll. Das heißt, jetzt burst mal wieder das, damit er wieder... Obwohl, es kann sein, dass er die... Oh, nee, it's fine. It's fine.
Ich weiß zwar nicht, ob ich so, wie ich das gerade spiele, das optimal ist. Das Problem ist halt, dass mir irgendwann anfangen, meine Ressourcen auszugehen. Das ist das eigentliche Problem. Dieses Vieh hat so viel Leben. Okay, geht doch. Dankeschön. Holy shit, ey. Puh. Das hätte uncool ausgehen können. Also speicherpunkttechnisch hätte ich mir schon zumindest einen. Obwohl, du hattest direkt hier vorne einen Speicherpunkt. Obwohl, du hast dann den Cell-File und den File. Ich weiß halt nicht, ob du. Oh, automatisches Chrono. Aufstehen, Arschloch, mal wieder. Aufstehen, du Taugenichts. Wir sind hier nicht im Urlaub. Was? Die Frist bis zu deiner Exekution ist abgelaufen. Du wirst mit mich augenblicklich zum Schloss begleiten, wo man dein Todesurteil vollstrecken wird. Ja, das hat man davon, Chrono. Wenn man die Welt nicht rettet und das irgendeinem Frosch, einem Roboter und einer fucking Wilden aus der Urzeit überlässt. Wir haben überall nach dir gesucht, Chrono. Lass unverzüglich meine Tochter frei. Hör auf damit, Papa. Chrono hat nichts getan. Chrono hat nichts getan, sagt meine Tochter. Seht ihr das auch so, Kanzler? Ganz im Gegenteil, Eure Majestät. Eure Tochter scheint den Sinn für Realität verloren zu haben. Chrono und seine Freunde taten etwas, das das ganze Land betrifft. Jetzt auch noch ihr, Kanzler? Was ist bloß in euch gefahren? Ich kann das alles erklären. Es gibt einen Grund dafür, dass ich so lange wegbleiben musste. Wir mussten nämlich die Zukunft retten? Wie bitte? Lol, debated! Haha! Okay. Doch, ihr habt die Zukunft gerettet und uns Hoffnung gelernt. Just a prank, Bro. Ja, so ungefähr. Ja, toll, jetzt sind alle Zeitlinien zusammen. Jetzt ist endgültig alles fucked, ey. Ihr habt die Truppen von Magnus zurückgeschlagen und dem Königreich im Jahr 600 Frieden geschenkt. Kino! Chrono und Freunde Reptiten besiegt. Richtig, Male, schön mit dem Kopf schütteln, weil ihr beide habt nichts getan. Warum seid ihr alle hier? Luca, du hast sie hergebracht, nicht wahr? Ihr habt euch einer wahrlich großen Aufgabe gestellt. Die einstigen und zukünftigen Mitglieder unserer Linie haben mir alles erzählt. Mitglieder unserer Linie? Sind das also alles Vorfahren und Nachkommen von mir? Moment, Moment, Moment. Kino ist dann quasi Males X, hast du nicht gesehen, Uromi? Das ist ja geil. Doch nun haben wir alle Grund zum Feiern. Hiermit ordne ich eine Siegesparade an. Lasst uns den Helden feiern, der die Welt von einem großen Unheil bewahrt hatte.
Also, Maledia, warum gehst du nicht zum Jahrtausendfeier und genießt die letzte Nacht der Feierlichkeiten? War Kino männlich? Ich hab's mir nicht gemerkt. Feiern wir Chrono unseren Held. Warum feiern alle Chrono? Chrono hat nichts gemacht. Chrono hat irgendwo, ja, am Ende der Zeit gesessen, ja, und hat fucking Cocktails geschlürft. Holy fuck. Kino ist männlich und Eilers Mann. Oh, okay. Das Problem ist halt daher, dass die ja so abgehakt reden, ist das halt super schwer rauszusehen, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Weil es einfach nur Kino stark. Du hast halt kein Daddy, du darfst gar nichts. Lass die unversehrt gerückte Prinzessin mal hier nach. Ja, ja. Schön. Die Mondscheinparade. Ja, stimmt, da kann Ayla einem schon leid tun, ne? Wenn quasi Marley dann irgendwo so die Line runter ist von Ayla. Boah, da würde ich mich ja in Grund und Boden schämen, ne? Weil Marley kann halt nichts. Die kann ein bisschen mit Wasser um sich werfen. Und so ein bisschen tun, als ob sie heilt. Und den Retz, den... Ne, also der Char, der den Retz bekommt, ist eigentlich auch der Char, der am meisten umfällt, von daher. Ja, das Ding ist, ich habe in irgendeinem Guide gelesen, irgendwie jeder Char kann eine Katze haben und so Blödsinn. Das war halt super weird. Aber ich habe es mir nicht genauer angeguckt. So, jetzt muss ich mit euch rumlaufen, ja? Get me out of here. Okay. What is happening? Tja, Leute, das war's dann wohl. Die Zeit des Abschieds ist gekommen, Freunde. Lavas Tod lässt die Portale schwächer werden. Wir müssen uns voneinander verabschieden, bevor dieses Portal sich schließt. Ihr wollt alle gehen? Chrono stark, Mana auch stark, Ayla Spaß haben. Ihr seid von weit entfernt Vorfahren von mir, also seht zu, dass ihr gesunde Kinder zur Welt bringt, sonst stecke ich ziemlich in Schwierigkeiten. Also wenn ich Ayla wäre, ich würde mich spätestens genau an diesem Zeitpunkt über prähistorische Verhütungsmittel informieren. Kein Problem, Ayla viel in der... What? Okay. Ja, allerdings. Oh, Male. Du weißt das auch? Okay. What the fuck? Der Dialog. Moment mal. Wie meinst du das? Ja, das ist die große Frage. Kino-Idiot sein. Los, wir gehen. Ayla viel knatter, ja. So ungefähr. Ein lebhaftes Völkchen. Kaum vorstellbar, dass dies meine Vorfahren sein sollen. Die sind auch Vorfahren von dir, Frosch? Also dann können sie vielleicht doch so ein paar grüne Kinder kriegen. Wie dem auch sei, Eure Majestät, Königin Lynn erwartet uns. Es ist an der Zeit aufzubrechen. Frosch. Ich bin kein Freund endloser Abschiede. Stimmt, wir verstehen das auch ohne große Worte. Es war so klar. Die Prinzessin küsst den Frosch? Ein schöneres Happy End hätten wir uns wohl nicht wünschen können. Willst du nach Sarah suchen? Magus ist so richtig weird. Das ist so weird.
Auch ich werde in Zukunft fleißig schrauben und basteln, Luca. Weißt du, ich verstehe nicht, warum Robo zurückkehrt. Weil an sich... Na, I don't know, dude. This is weird. Was hast du, Luca? Willst du gar nicht von Robo verabschieden? Es ist dir also auch bewusst geworden. Was ist dir bewusst geworden? Robo wurde nach der Apokalypse erschaffen. Doch wir haben ihn durch unseren Sieg über Lavos verhindert. Vielleicht wird es... Ja, eben. Das ist halt das, was ich gerade auch nicht check. Ach was, red doch keinen Unsinn. Dich gibt es auch in der Zukunft einen Platz für mich. Verflixt, Robo, jetzt tu doch nicht so, als seist du nicht traurig. So machst du es doch nur schlimmer. Well, pass auf, Luca. Du schickst jetzt einfach den Robo in die Zukunft und gehst zum Fiona-Schrein und holst einfach den anderen Robo. Weil... Zeit. Du hast mir gezeigt, was Mitgefühl ist, Luca, und dafür bin ich dir sehr dankbar. Jetzt wein doch nicht, Luca. Das passt überhaupt nicht zu dir. Robo wird sicher auch in der neuen Zukunft gebaut. Auf Wiedersehen. Achtung, Öl hat Blicksensor verschmiert, Sicht eingeschränkt. Oh. Jetzt gehe ich schon, Robo. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch? Du meinst darüber, dass wir das vor dem Tod nochmal das ganze Leben an einem vorbeizieht? Ja, ich glaube, dass jede Person jetzt auch endlich ihren Frieden gefunden hat. Ja, das glaube ich auch. Zeitreisen können ganz schön viel durcheinander bringen, was? Ja, vermutlich wäre es besser, auch die Luna zu demontieren. Dann könnten wir die anderen allerdings nie mehr wiedersehen. What? Was ist mit deiner Kaste los? Siehst du, Krono, das kommt davon, wenn man seine Haustiere nicht ausreichend... Warum ist die... Wo habe ich diese scheiß Katze her? Tschö, Mutter! Tschö! Okay. Oh nein, Krono, das Portal wird sich nie mehr öffnen. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als ihnen zu folgen. Du willst ihnen folgen, aber das Portal ist doch... Ja, wir haben immer noch die Luna, du... Gott, Male ist nicht umsonst blond. Ohne Scheiß. Ja, eben... Krono's Face ist so sturmfrei. Yes. Ho, 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 ho. Prinzessin, hier seid also der König Lechner. Ja, natürlich. Siehste Male, geh einfach zum König und gut ist. Ich kann meine Gruppe nicht ändern. Hallo König. Ich bin sehr glücklich, Malia. Du hast jetzt schließlich keinen Grund mehr, durch die Weltgeschichte zu streuen. Und zur Feier, dass die Familie endlich wieder vereint ist, habe ich ein Geschenk für dich, Malia. Es wird immer an diesen glücklichen Tag erinnern. Und zwar... Luftballons. Die Credits. Eine Glocke? Ich präsentiere die Maledia-Glocke. Ihr Klang wird im ganzen Land erscheinen. Hübsch, findest du nicht? Ja, eine Glocke wird auch von so ein paar Luftballons getragen. Maledia, könntest du bitte... Könnte mir bitte jemand helfen? Danke für das tolle Geschenk, Papa, aber ich habe dringende Termine. Der Vater steht da mit der Glocke komplett allein. Hallo? Puh, gerade noch rechtzeitig zur Einweihung der Glocke. Du solltest nicht... Eben, das ist ein blöder Zeitpunkt gerade, Taban, für Raketen. D-
das ist dem scheißegal. Okay. Credits. God damn. Also das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass einige Quests wirklich Rätselraten sind. Besonders diese, die optionalen Quests gegen Ende. Also da sind ein paar Sachen bei, wo ich mir denke, uff. Mir fehlen echt ein paar Sachen. Fehlt mir echt so viel? Zu Recht ein Klassiker. Was ich halt extrem mag, was mich anfangs teilweise überfordert hat, ist, ich meine, im Grunde genommen hat dieses Spiel das ATB-System, was man ja zum Beispiel aus Final Fantasy kennt. Aber, was ich halt mag, was dieses Spiel quasi hinzuedit, was sie halt anscheinend später wieder weggenommen haben, ist, dass Timing deiner Sachen extrem wichtig ist. Oh, Robo ist glücklich. Die beiden poppen überall. Froggy sieht die Luna und springt sie erstmal von der Brücke. Oder auch nicht. Magus ist einfach. My people need me. Back to Namek. Okay. Es gibt zum Beispiel ein Ending, wo Frog menschlich wird. Ah. Okay. Zu Recht ein Klassiker. Definitiv zu Recht. Und ich glaube, das, was Chrono Trigger so speziell macht, ist, dass das, was das Spiel eigentlich so dermaßen ansprechend macht für mich, ist das Pacing. Cause holy shit, ist dieses Game gut gepaced. Das ist ridiculous. Nichts fühlt sich irgendwie an, als ob es irgendwie, weiß ich nicht, einfach nur da ist, um deine Zeit zu wasten. Absolut gar nichts. Also, ich wünsche mir teilweise heutzutage, dass dieses Spiel, dass Spiele heutzutage einfach mal dieses Pacing hätten. Pacing-Humor-Ideen. Ja, das Ding ist, Humor und Ideen habe ich auf dem Level auch schon in anderen Spielen gesehen, aber es ist lang her, dass ich ein Spiel gespielt habe, was so gut war vom Pacing her. Weil es ist halt echt ridiculous gut. Ja, das Ding ist, es gibt keinen Nachfolger, aber warum nicht? Ich meine, es gibt Chrono Cross, ja, aber, ne? Ja, das Ding ist halt, ich hatte halt gelesen, irgendwie war Chrono Trigger zweimal im Gespräch, aber dann doch irgendwie doch nicht. Ich habe den Artikel nicht ganz gelesen, ich habe nur die Headline gesehen. Was war das für eine? Achso, das war die Ende-Sternschnuppe. Chrono Cross ist kacke, gibt es nicht. Ach, das ist ungefähr so wie Gothic 4, ja? Gibt's auch nicht. Nochmal Credits? Ach! Ach, das haben die also gemacht, während die ganze Zeit am Ende der Zeitraum geeiert haben. I see.
Was? Warum ist er... Hä? Und warum sieht er fucking aus wie Vegeta? Also zumindest vom seitlichen Profil her. Das ist aber schwach, wenn sie quasi nicht zwei Szenen gemacht haben für menschlichen Frog und nicht menschlichen Frog. Das wäre weak. Das wäre richtig weak. Ja. Luca hat sich ein Mini-Robo gebaut. Wait, what? Sarahs Amulett, okay. Das ist... Hä? Upgraded Version, Steph. Ich verstehe halt nicht... Das mit dem Frosch, wie brummt mich gerade. Und das spielt nun auf Chrono Trigger Radical Dreamer und auf Chrono Cross. Okay. Das war ein Klon von Sarah. Ein Klon. Okay. Weird. Also das mit dem Frosch. Was ist denn die Bedingung, damit du quasi das menschliche Froschende kriegst? Was habe ich verpasst? Aber wenn Magus tot ist, wird der Fluch quasi aufgehoben. Ja. Das heißt, ich müsste quasi... Ja, das ist ja quasi dann an dem Punkt, wo ich... Ist das der... Das ist quasi zeittechnisch Pi mal Daumen da, wo ich ihn auch in die Gruppe aufnehme, oder? Kann ich ihn töten, wenn ich gegen ihn fighte? Das ist halt alles super weird. Wenn du dich richtig erinnerst, bist du ja auch nicht 100% sicher, okay? Bei meinem Ending soll es definitiv nicht sein. Weil Magus ist ja ganz klar. Frosch wird in der Party nie menschlich sein, erst am Ende. Okay. Ist halt echt schade, dass er nur... Vielleicht wegen dem Kiss? Oh mein Gott. Die Idee ist gar nicht so dumm, sage. Nee, nee. Wegen dem, was Sabel sagt, Yami. Aber vielleicht musst du Magus dafür nicht töten. Aber das könnte natürlich von Version zu Version anders sein. Vielleicht gibt's Ending-Unterschiede zwischen den Versionen. Also wie ich das rausgelesen habe, hat die DS-Version ja auch andere Endings. Beziehungsweise erklärendere Endings.
Ich meine, an sich weiß ich nicht. Ist ja eh nur Rumtheorie, oder? Should the player define to St. Mungo as the second time on an off cap and then come as a spell broken fork would be broken. But not until the end of the game when the group says farewell. Da, 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 da. A tall green-haired knight approaches them. And thanks for the help. Realize that they actually fought from this far. Hmm. Ja, aber weiß ich nicht. Das ist weird. Das Ding von Sabbel würde halt auch Sinn machen, so Froschkönig-like. Wie gesagt, ich bin ja, ich habe halt keine Vorahnung, von daher. Dreizehn-2 nimmt auch schon, hat auch Zeitreise und bricht schon nach kurzer Zeit komplett zusammen. Ja, das liegt einfach daran, dass Hope in dem Spiel ist. Hope macht Spiele kaputt. Ist einfach so. In jedem Spiel, in jedem Final Fantasy, wo Hope drin vorkommt, ist Hopfen und Malz verloren. What's this? Oh, wo? Oh, wo? Dimensionsvortex ist nun zugänglich. Ende Nummer 1, jenseits der Zeit, abgeschlossene Abenteuer 1. Endspielstand speichern. Ja. Vorhandenen Spielstand überschreiben. Sure. Nicht nur Hope, sondern die Protagonisten auch. Der einzige Protagonist, der eine Daseinsberechtigung hat in Final Fantasy 13, ist Lightning. Okay, lass mal gucken, enden. What the fuck? Ich habe irgendwie 4 Endings unlocked? Hä? Wait a second. Besiege Lavos, nachdem du Krono auf der Todeshöhle wiederbelebt hast, mit der Luna und Magus. Mit der Luna und Magus. Mit der Luna und... Wait, was? Ohne die Luna, aber mit Magus? Und die Luna und Magus. Okay. Interessant.